Eine 24 Stunden nach dem geglückten Saisonstart gegen den VfL Osnabrück ging's für die Reservespieler vom Karlsruher SC gegen den FC Homburg und für den war das der letzte Test vorm Saisonstart. Dementsprechend gut eingespielt der Regionalligist mit der ersten Chance, Markus Mendler in der zweiten Minute. Ja, und die Gäste, die hatten richtig Lust. Fabian Eisele in der 11. Minute mit der Chance zur Führung. Und der KSC zum ersten Mal in Erscheinung getreten durch Neuzugang David Herold aus der Distanz. Doch die Gäste im ersten Durchgang klar spielbestimmend. Hier David Hummel mit der Chance. Zweiter Durchgang. Der KSC legte los. Keine Veränderung auf dem Feld, nur Kai Eisele neu in der Partie und Kelvin Arase mit der Führung für den KSC kurz nach Wiederanpfiff. Die Partie ausgeglichen, wenige Torraumszenen, bis auf diese Chance Fanol Perdedai an den Pfosten. Dann ging die Wechselphase los, ihr kennt das Spielchen. Alle Mann rein bei uns, hauptsächlich U19-Spieler, einer davon, Luis Dettling, hier mit der Chance zur Führung in der 70. Minute. Den Schlusspunkt allerdings, den setzte der FC Homburg in der 71. Minute, Phil Harris mit dem Ausgleich. Das war's, der kleine Test am Sonntagvormittag. Wir sehen uns hoffentlich wieder am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr, dann im BB Bank Wildpark und dann gegen den HSV.